Hallo und herzlich willkommen zu Grausig Irre Durchgerockt Metal Gear Rising Revengeance. Wir sind jetzt hier wieder an dem Platz, an dem wir gegen die Soldaten mit ihren Gedanken kämpfen mussten. Das müssen wir diesmal nicht, sondern diesmal müssen wir uns nur ganz normal mit ihnen auseinandersetzen. Und das fällt Raiden auch jetzt, wo er ja zu Jax the Ripper wieder geworden ist, deutlich einfacher. Aber seinem Spieler leider nicht. Und das bin ich, der Grauton. So. Aber es geht noch. Zack. Tja, den habe ich skalpiert, statt in die Wirbelsäule rauszuholen. Gut, dass ich kein Chirurg bin, sondern Cyborg-Ninja. So. So. War so eigentlich nicht gedacht, aber gut. So. Weiter geht's. Das war ein B. Raiden, Harry. It may be an RLB, but it still needs time to accelerate and decelerate from first cosmic velocity. Could require more than 50 minutes to get to Pakistan. So. Und wir verlassen Denver haargenau auf dem Weg, aus dem wir gekommen sind. Und sind genervt, dass die Spacken hier wieder rumfliegen. Und vor allem zum Teil so hoch fliegen, dass man sie da oben nicht erwischen kann. Okay. Also ich merke gerade, ich hätte mir um die Nanopasten wirklich keine Sorgen machen müssen. Aber gut. Das wusste ich echt nicht mehr, ob da noch welche kommen. Ich hatte ja auch wirklich komplett vergessen. Ui. Huch, wo kommt der denn her? Dass man hier diese Levels noch hat, also in denen man Denver verlassen muss, hatte ich wirklich komplett vergessen. Im Hintergrund habt ihr übrigens gerade das Gebäude von World Marshall brennen sehen, in dem wir ja vor kurzem noch waren. Warum? Also ich verstehe gerade echt zum Teil nicht, was hier mit mir abgeht gerade. Also irgendwie ist jetzt gerade so ein ganz starker Bruch drin. Obwohl sich die Gegner überhaupt nicht verändern, kriege ich nur noch aufs Maul. What is happening to me? Nee, also das Ziel sucht echt nur bei Helikoptern. Ansonsten scheinbar nicht. Ach. Ach, come on. Bin gerade echt. Aber die Kamera schwenkt hier auch hin und her wie so ein Göppelkin, ey. Immer wenn ich den Gegner gerade im Blick habe, verliere ich ihn auch schon wieder aus dem Blick.
Mann. Und immer wenn ich meinen Ripper-Modus aktiviere, kriege ich erstmal aufs Maul. Statt ihn nutzen zu können. Scheiße. Ach Mann, wie gerade alles einfach nur schlecht läuft. Das gibt's doch nicht. Meine Fresse, ey. Die Nano-Paste genommen und trotzdem fast nicht gebacken bekommen. So eine Gruppe aus ganz normalen Gegnern. Meine Fresse, ey. Aber es geht jetzt nicht so weiter. Holla, die Waldfee. So, komm, mach auf. I've located a route with relatively light security. I will mark the heading on your Soliton radar. Ach, das gibt's doch nicht. Oh, was ist denn gerade los? So, come on. So. Das war schon mal der Grat. Genau, jetzt habe ich 10 von den Armen gesammelt und jetzt kann ich mir dadurch ein neues Item kaufen. Ich glaube, die braunhaarige Perücke. Was sie gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr. Sie war auf jeden Fall ganz okay, bin ich der Meinung. Also ganz gut. Raiden, I will join you in Pakistan. I will find a way to exit the helicopter. So, hier noch schön nebenbei Sachen einsammeln. So, hier kommt jetzt so ein dober Gorilla mit Unterstützung. Von dem werde ich ersten gleich erstmal weghauen. Ah, jetzt habe ich es gerade voll verkackt. Jetzt habe ich einmal das Zandatsu und einmal die Möglichkeit für so einen Sofortkill vergeben, weil ich mich verdrückt habe einmal. Aber nichtsdestotrotz läuft es gerade ganz zufriedenstellend. So. Weiter geht's. Escape the pursuit? Seems like it. You have passed the last of the barricades. Save your strength. Find a vehicle. Right.
Und natürlich wäre ein bloßes Auto nicht gut genug. Lieber ein cooles Motorrad. Und was für eins. Und netterweise hat er seine Nummer dagelassen, damit der gute Mann dann oder die gute Frau am Ende dann auch Schadensersatz fordern kann. So, das war ziemlich gerade schon wieder ein Kapitel. Wodurch wir jetzt auch hier wieder... Ach ne, ein neues Nehmen gibt's gar nicht. Okay, dann kriegt man vielleicht die 160% gar nicht zusammen bis dahin. Ach, ich verstärke jetzt einfach doch die Haupt... Denn mehr Schaden austeilen kann auch nicht schaden. So. Ja, und damit sind unsere KP jetzt ganz schön am Boden angelangt. So, Zweitwaffe auch nochmal. Wir haben nämlich nur noch 3000. So. Und weiter geht's. Und jetzt machen wir uns also mit dem Motorrad wieder mobil auf den Weg zur Raumstation. Natürlich begleitet von knallharter Musik. Everything okay on your side? I am out of Colorado airspace and nothing on the radar. Good. I'm almost there. Und wie Raidens Fahrt zum Raumhafen verläuft, das sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Metal Gear Rising Revengeance. Bis dann, euer Grauton.